Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4 mit dem persischen Großreich. Noch sind wir nicht ganz so groß, aber wir sind auf bestem Wege dahin. Wir haben die Osmanen geschlagen, wir haben die Russen geschlagen. Wohlgemerkt, wir sind nicht in das Land eingefallen, aber wir haben die Truppen aus unserem Land fernhalten können und haben einen weißen Frieden mit beiden bekommen, was uns ein paar Eroberungen hier in Akkoyunlu erlaubt hat, in Nordmesopotamien, die nicht besonders wertvoll sind, die aber geostrategisch unglaublich wichtig waren. Denn mit Arraka haben wir jetzt einen Zugang, eine direkte Landgrenze zum Osmanischen Reich, genauer gesagt zu Aleppo. Und das ist etwas, das wir vielleicht nützlich, das uns vielleicht noch nützlich werden kann. Jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren hoffentlich, denn wir müssen erstmal unsere Reserven wieder aufbauen, aber ab in 10 Jahren würde ich uns zutrauen, dass wir da mal einfallen und dann hier an der Küste entlang uns schon mal nach Kleinasien arbeiten können. Davor gilt es jetzt, die Restbestände des Timuridenreiches auszumerzen. Das heißt, wir müssen dieses Gebiet hier erobern. Und wie ich sehe, ist Transoxanien massivst geschrumpft gegen Nogai. Das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Wobei Nogai uns freundlicherweise die Sahnestücke übrig gelassen hat. Also Samarkand ist noch übrig. Und wir haben einen Anspruch drauf. Und unser Frieden ist schon geendet. Wenn ich das also jetzt richtig sehe, sind die nur mit Hormuz verbündet und sind damit Free Real Estate. Und das heißt, wir gehen voll drauf. Jetzt hier, wir wollten ja eigentlich Krieg gegen Sindh führen, beziehungsweise gegen die Timuriden. Da hilft dann Yas und Sindh. Aber ganz ehrlich, es ist viel lukrativer, jetzt Transoxanien abzustauben. Also wir haben ja einen Anspruch auf all diese Provinzen. Und da ist Samarkand dabei, wirklich eine Weltstadt. Mit 39 Development, Papierproduktion, richtig viel Rekrutenreserve. Ja, also 7600 Mann, die allein diese Stadt zur Verfügung stellt. Ich glaube, wir machen das zuerst. Gar keine Frage. Wir haben hier Hormuz. Da kommen wir nicht ran, flottentechnisch. Wir haben nicht genügend Segler, Sailor, könnte man sagen. Wir bauen mal Karavellen. Ja, wir können uns nichts anderes leisten, leider. So, ich glaube, das reicht, sodass wir bald auch diese Flotte werden schlagen können, denn wir haben ja hier schon 3 schwere Schiffe stehen, die wir mal wieder nicht mehr stilllegen, genau, die wir aus der Stilllegung herausziehen. Und dann laufen wir mal nach Norden und holen uns hier Transoxanien. Gar keine Frage. Gut, dass Hormuz jetzt auch noch aus der Koalition gegen uns raus ist. Wunderbar. Ja, und sie sind wirklich nur mit Hormuz verbündet. Unglaublich. Gut, dass uns das hier gerade nochmal aufgefallen ist, denn das ist einfach Gold wert. Das ist einfach Gold wert. Ich freue mich gerade richtig. Das ist wie so ein Geschenk, das wir jetzt Samarkand bekommen können. So einfach bekommen können. Klar, wir machen Minus. Keine Frage. Werden wir uns drum kümmern müssen. Das liegt vor allem eben an dieser großen Kompanie an Söldnern. Ich meine, man muss erstmal so eine riesen Söldnerarmee unterhalten. Aber es geht. Es ist jetzt nicht so, dass wir nahe daran sind, pleite zu gehen. Und die Verluste kommen ja auch, weil die Söldner sich wieder reinforcen mussten. So, jetzt gibt es den Angriff. Also, wir hätten gerne Samarkand. Ach, jetzt hilft auch noch Yas. Na super. Wo liegt denn das eigentlich? Hier unten? Okay, total egal. Ach, und wir haben hier schon eine Flotte von 7 Schiffen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. Ja, okay. Ihr müsst schnell mal zurück in den Hafen. Okay, dann haben wir schon deutlich bessere Chancen. Dann können wir vielleicht den Seekampf sehr früh gewinnen und können uns auch noch Hormuz holen in diesem Krieg. Also das ist ein wunderbarer Krieg, ne? Wir kommen jetzt hier an Bahrain, wir kommen an Hormuz, wir können hier Yas schon mal wegnehmen, ist schon mal ein kleiner Staat weniger, der uns nervt, und wir holen uns Samarkand. Also ich komme gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, ihr seht es. Ja, keine Belagerungsfähigkeiten, das ist weiterhin etwas, das mich stört. Na gut, können wir jetzt nichts machen. Muss das eben so klappen. So, die frühen Karacken sind jetzt bald vollends fertiggestellt. Unser Vasall müht sich hier ab, das ist ja auch süß. Helfen wir mal schnell und machen die Armee von Hormuz weg. So.
gehen hier mal raus. Es will uns sogar jemand helfen, nämlich Deli, aber die Hilfe brauchen wir in dem Krieg nicht. Gerne dann, wenn wir gegen Sindh und die Timuriden kämpfen und Khorasan holen. Was wir müssen, um unsere Missionen zu vervollständigen, gar keine Frage. Trotzdem ist Samarkand jetzt der bessere Weg. Bin ich absolut sicher. Ja, wir haben einen weiteren Kredit. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich 4 Kredite, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 5. Oh, oh. Okay, das ist ein bisschen viel. Also wir müssen schnell diese Söldner loswerden. Ja, aber wir können nicht wirklich was dafür tun, oder? Also... Ja, wir können da nicht wirklich was tun. Das ist ein bisschen doof. So, die Textilmanufaktur, die wird uns sehr helfen. Die wird sehr lukrativ sein, aber wir können sie uns eh nicht leisten. Also wir können sie eh nicht bauen, weil wir im Moment kein Geld haben. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal die Anpassungsfähigkeit. Damit können wir dann Samarkand und Konsorten deutlich schneller unserem Reich einverleiben. So, und wir bringen mal unsere Flotte in Bewegung. Die Belagerung von Liva ist gewonnen. Ja, genau. Wir haben jetzt hier unsere 11 Schiffe. 3, 8 und er hat 1, 2, 2, 5. Das schaffen wir. Nudge hat engaged. Wir kommen zur Hilfe. Oh je. Aber das ist wahrscheinlich das Schiff von Nudge, das da verloren gegangen ist. Ja, jetzt gewinnen wir den Kampf eben. Ganz klar. Ganz klar. Wir haben den Seekampf gewonnen. Können jetzt hier rüber nach Bahrain übersetzen. Und können hier nach... Na klar, da können wir noch nicht auf Hormuz. Erst müssen wir Bahrain erreichen. Okay. Eine Handelsflotte, die wir jetzt hier aufgebaut haben, ist sowieso nicht schlecht zu haben. Insofern alles gut. Da haben wir jetzt nicht zu viel Geld verschwendet. Das ist in Ordnung. Das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, weil ich nicht gesehen habe, dass wir von Baluchistan Schiffe geerbt hatten. Womit man aber eigentlich hätte rechnen können. So, geht darüber. Ihr kommt raus und ihr dürft belagern. Und ihr geht mal auf Rebellenjagd. Genau hier vielleicht erstmal. Okay. Also Hormuz wird belagert. Sehr schön. Wie sieht es hier oben aus? Da kommen wir auch voran. Okay. Wie kommen wir jetzt zu dieser Provinz? Chask. Schauen wir mal, wo die ist. Da. Haben wir die gerade eben erst erobert oder was? Na gut, wir fügen sie mal hinzu. Ja, Nordmesopotamien ist ein Staat, den wir durchaus nehmen könnten. So, wir könnten jetzt ermächtigte Aleviten bekommen in der, im Gebiet der Piratenküste. Das gibt mehr Unruhe, aber bessere Missionarsstärke und erhöht aber wiederum auch die Autonomie. Also unsere... Ja, wir haben jetzt ein bisschen zu viele sunnitische Provinzen, deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache. Wir machen das mal. Auch wenn die der Unrest natürlich nicht so angenehm ist. So, hier, schiitische Religion. Wundervoll, ja. Yes. Dann werdet ihr gleich einverleibt. Oder habt ihr irgendwelche tollen, weitgehenden Ansprüche? Nö, habt ihr nicht. Dann holen wir uns euch. Sie wollen noch nicht zustimmen, sie zieren sich aber nur. Sehr bald werden sie diesem Frieden zustimmen müssen. Ja, genau, jetzt... Und damit haben wir Liva, die Provinz, die wir auch hinzufügen können. Und wir haben hier mittlerweile eine ganz stolze Flotte mit 17 leichten Schiffen. Das ist gar nicht so wenig. Damit kann man richtig Handelsmacht ausstrahlen. So, Sirhind, unser Vasall, ist wirklich sehr treu. Ist da mit unterwegs. Ja, und ich glaube, wir können jetzt schon gegen Transoxanien fordern, was wir wollen, oder? Ah ne, wir haben ja noch Hormuz im Krieg. Entschuldigung, eine Sekunde müssen wir noch warten. Unsere Darlehen werden verlängert. Immerhin, unser Einkommen sinkt nicht mehr so heftig, aber es ist immer noch nicht gut. Also, wir müssen uns was überlegen. Ich meine, im Zweifel können wir unsere Darlehen auch noch dadurch zurückzahlen, dass wir die Währung entwerten und dann unsere Korruption über den Legalismus nach und nach abbauen. Der Legalismus steigert ja unsere Steuereinnahmen massiv, wenn wir ihn voll durchziehen. Das Problem ist einfach, dass wir im Moment weder Manpower noch Geld haben. Es ist so eine doofe Zwischenphase. Das wird jetzt ungefähr... 5 Jahre mindestens dauern, bis wir aus dieser Phase rauskommen. So, hier die Steuereinnahmen entweder verzichten oder auf Stabilität verzichten. Ah, das ist doof.
Ah, oh, das ist doof. Ja, wir müssen die Stabilität auf die verzichten. Es geht nicht anders, denn das Geld brauchen wir einfach dringend. So, die Anlegestelle können wir uns leisten. Ja, und wir können eben die Stabilität nicht so billig erhöhen, wie wir es gerne hätten. Doofe Sache. Und wir bekommen die internen Konflikte, genau. Ja, na klar, wir haben richtig. Also das ist jetzt eine kleine Krisenphase, die wir bekommen werden. Die wird uns nicht existenziell herausfordern, aber es ist eine Krise, die da auf uns zurollt. Also wir erhöhen jetzt nochmal die Stabilität, aber ihr seht es, wir haben immer noch plus 3 Unrest. Vielleicht können wir die mit einem Berater nochmal niederkriegen. Können wir gar nicht. Also ihr seht es, da ist auch nichts drin. Gibt es hier Fortschritt? Nein, gibt es nicht. Dann können wir den abberufen, abbrechen. Das kostet nur Geld. So, und wir holen uns Hormuz und können uns dann Aval nicht holen. Na toll. Na gut, dann holen wir uns einfach Hormuz. Das ist viel wichtiger. Und dann Geld. Jeder Cent ist wertvoll für uns im Moment. So, wir haben Hormuz. Hat immerhin 24 Development, ne? Also das ist gar nicht wenig. Das ist richtig viel. 24 Development für die Region ist wundervoll. Also welche Provinz hat sonst 24 Development? Da können wir lange suchen, ja? Also Shiraz, Isfahan haben das nicht. Hier, nur Lahijan hat mit 25 eins mehr, aber auch Tabriz hier 24, also da seht ihr die Stärke und ich glaube, Hormuz hat auch nochmal einen Handelsknotenpunkt, genau Level 2, ein Umschlagplatz. Also das steigert unsere Handelsmacht in der Straße von Hormuz ganz erheblich und wir können jetzt diese Flotte einsetzen, um diese Handelsmacht zu beschützen und zu stärken. Die Flotte muss ich aber auch erstmal reparieren, das macht sie natürlich automatisch, sehr gut. Und wir gehen mal hier mit dieser Armee in unserer Hauptstadt. Hier ist Transoxanien am Nerven, aber da müssen wir nicht drauf achten. So, und dann nehmen wir uns das, worauf wir Ansprüche haben. Und den Rest lassen wir sein, denn unsere aggressive Expansion ist ohnehin riesig. Wir müssen es hier nicht übertreiben. Und Geld ist mir sowieso lieber. Dann können wir noch sie zwingen, Shiva freizulassen. Das schadet auch nicht. Können wir die vielleicht uns noch holen nachher? Ja, wir machen das so. Also die Überdehnung ist in Ordnung, 58%, das ist recht viel, aber es geht. Und die Feinde, die wir uns damit einhandeln, sind nicht mächtig. Insofern Forderung senden. Zack. Und Samarkand ist in persischer Hand. Würde sagen, das ist nochmal ein ganz entscheidender Moment jetzt. Wir schauen mal, wie groß das Rebellenrisiko ist. Es ist leider erheblich. Es ist leider wirklich erheblich. Wir können uns nicht leisten, die Söldnertruppe aufzulösen. Das ist schade, das hätte ich jetzt gerne gemacht. Ja, wie sieht es aus, wenn wir hier Krieg führen? Uns hilft natürlich niemand. Ja, Delhi hilft uns nicht. Aber wir haben vielleicht Favors bei Delhi und vielleicht können wir die einlösen. Jawohl, haben wir. Dann hätte ich gerne, dass ihr. Und sie halten 20 Kriege darauf. Ja, also hiermit kann ich sie dazu bringen, dass sie dem Krieg beitreten, von vornherein. Und das hätte ich gerne, weil ich möchte, dass sie den für mich kämpfen. Also haben wir das jetzt eingesetzt bei Delhi und dann werden sie jetzt dem Krieg gegen die Timuriden beitreten. Ja, gegen Transoxanien haben wir jetzt gar nichts mehr. Kein Eroberungskriegsgrund mehr übrig. Und euch könnte man eigentlich vasallisieren, aber ihr wollt nicht, genau, weil wir eure Kernprovinzen besitzen. Okay, dann werden wir euch einfach irgendwann erobern. Wobei, die haben richtig schöne Ansprüche. Richtig schöne Ansprüche haben sie. Ah, das ist ein Jammer mit Chaio. Sonst hätte man sich da wunderbar Nogai rein fieden können mit Kiva. Schade. So, und hier, das ist natürlich teuer, diese tollen Provinzen unserem Reich einzuverleiben, insbesondere weil wir die ganze administrative Macht verloren haben, um unsere Stabilität zu verbessern. Oh, wir haben eine Koalition wieder auf dem Weg, dann schnell den Krieg erklären. Erledigt. Delhi hilft.
Und wir holen erstmal Golestan. So, genau, da unten müsste jetzt Delhi kommen. Genau, die machen schon mal Sindh platt. Meinetwegen muss ich auch keine Provinzen von Sindh bekommen in dem Krieg. Es geht erstmal darum, dass wir Khorasan erobern. Ja, Afghanistan, Multan, die sind jetzt alle wieder in der Koalition gegen uns. Das ist ja klar. Das heißt auch, wir können unsere Söldner immer noch nicht auflösen, weil die KI uns sonst den Krieg, einen Koalitionskrieg erklärt, wenn sie uns für zu schwach hält. Dass der Frieden mit Russland ausgelaufen ist, ist nicht so tragisch, denn wir haben keine direkte Grenze. Und Nogai ist wirklich stark geworden. Also das ist erstaunlich. Sie haben aber keine einzigen Verbündeten. Ja, und auch nur einen Vasallen. Vielleicht wollen sie sich nachher mal mit uns verbünden? Nö. Ja, wir sind rivalisiert, alles klar. Gegen wen kämpfen sie gerade? Kasachstan und Chagatai, das ist herausfordernd, aber das wird ihre Vormachtstellung noch weiter stärken. Dann haben wir eine richtig große Horde zwischen Russland und Persien. Finde ich eigentlich gut. Können wir uns dann zusammen gönnen, die Russen und wir. Sind wir mit denen überhaupt verfeindet? Ja, ein bisschen. Also wir haben sie angefeindet. Oh, wir haben ein paar Ansprüche verloren, aber ich glaube, die waren nirgendwo, wo sie wichtig wären. Ja, nee, alles gut. Alles gut. Okay. Hormuz zur Kernprovinz, bitte. Ja, unsere Flotte muss sich weiter regenerieren. Die hat richtig eingesteckt in diesem Seekampf gegen Hormuz. Also es ist auch einfach wichtig, jetzt Hormuz zu halten, ist wirklich gut. Ich hätte zwar gerne auch noch Bahrain hier mitgenommen, also Awal, aber. Ah ja, auf die haben wir den Anspruch verloren. Alles klar. Das ist nicht so tragisch. Steuereinnahmen minus 60% in Lahijan, das ist nicht gut. Gehemmtes Wachstum, Entwicklungskosten können gerne hochgehen. Ist mir egal. Ich will eh nichts entwickeln dort. Okay, unsere Manpower, bald ist sie wieder auf einem akzeptablen Niveau. Und sobald das der Fall ist, können wir uns halt sukzessive erlauben, eine normale Armee aufzubauen und damit dann die Söldner aufzulösen. Und dann machen wir auch wieder richtig Geld. Gar keine Sorge. Macht euch da keine Sorge. Und ich glaube, wir können diese Armee konsolidieren. Damit sie jetzt nicht zu große Verluste einfährt und damit wir auch schneller wieder manpowermäßig in ein Plus kommen. Kann man sagen, dass das widersprüchlich ist, weil wir die Männer ja wieder ausheben müssen. Es ist aber so, dass wir für die Armeen ja trotzdem bezahlen. Hormuz haben wir jetzt eine Rebellion, 11.000. Vielleicht machen das die Timuriden für uns oder die Leute aus Delhi, aber wir gehen mal runter mit den Söldnern, dafür haben wir sie ja. Das ist ärgerlich jetzt mit dem, dass wir jetzt 10 Jahre Nationalismus dort bekommen. So, unsere Vasallen sind eifrig dabei, die Timuriden hier noch ein bisschen in die Irre zu führen. So, und in Europa endet jetzt die ganze Zeit das religiöse Chaos. Also die haben sich jetzt alle langsam entschieden, was sie sein wollen, Protestanten oder Katholiken. So, hier haben wir sie richtig schön erwischt. In Rafsanjan. Und wir haben sie natürlich gewiped. Und hier unten müssen wir jetzt Schlimmeres verhindern, nicht, dass sich da diese Rebellion, die hormusische Rebellion, zu weit ausbreitet. Ja, und unsere Söldnerkompanie hat mal wieder keine Rekrutenreserve. So, Seidehandel, dadurch können wir mehr Kulturen akzeptieren, auch sehr schön. Und es gibt jetzt eine irakische Revolution, soranische und ardalanische Separatisten. Kann das sein, dass das Kurden sind? Sorana und Ardalaner? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, sieht so aus, als wären das Kurden. Also, wir haben eine kurdische Revolte. Die ist aber nicht so stark. Damit werden wir fertig. Da schicke ich lieber mal meine Söldner hin. Genau, Delhi macht hier ganze Arbeit für uns. Also, die haben sind hier schon richtig was eingenommen. Machen jetzt auch schön weiter dort und kümmern sich sogar um die timuridischen Provinzen hier. Also wunderbar. Delhi als Verbündeter lohnt sich in diesem Krieg total. Sonst könnten wir uns diesen Krieg auch gar nicht leisten. Ah, verdammt. Jetzt wurden unsere Truppen angegriffen. Immerhin kriegen wir dadurch Boni. Aber ist natürlich für die Manpower nicht gut. Ihr müsst wieder runter nach Liwa. Genau, und wir können die Provinzen hier noch nicht zu Kernprovinzen machen, weil wir im Krieg sind mit den Timuriden und die ebenfalls Ansprüche darauf haben.
Also auf Samarkand und so weiter. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass diese Separatisten alle kurzzeitig Erfolg haben, aber wir schlagen das jetzt einfach alles einmal nieder und dann wird das schon. Wir müssen die Kriegsmüdigkeit mal verringern. Der Jemen ist noch in der Koalition gegen uns. Wird schon, wird schon. So, hier können wir die Korruption verringern. 10 Jahre lang und die Autonomie. Ja, ach, das kriegen wir von alleine. Okay, sehr schön. Und wir erhöhen mal unsere Legitimität. Das ist immer etwas wertvoller als Prestige. So, sehr schön. Hier sind wir eigentlich fertig. Ich glaube, da kommt keine Rebellion mehr. Genau. Dann könnt ihr mal nach Al-Katif gehen. Und hier können wir jetzt mal wieder Geld verlieren, wenn wir wollen. Wollen wir aber eigentlich nicht. Oder die Missionarsstärke. Ah, Leute, wir missionieren eh gerade eh niemanden. Dann machen wir die Missionarsstärke runter. Verbinden uns, erneuern mal die Hochzeit mit den Mamelucken. Und da sind wir jetzt nah an den 150er-Beziehungen. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt mit Delhi nochmal verbessern. Um 51 können wir, genau. Das ist schon echt knapp. Und dann nochmal mit den Mamelucken. Dann schaffen wir vielleicht die Mission endlich, dass wir verlässliche Verbündete haben. Wäre ja auch durchaus gut. So, in Hormuz kann diese Armee unterhalten werden. Das ist leider so eine große Kompanie, die man eben nicht splitten kann. Die kann nicht überall sich ernähren oder versorgt werden, sagen wir mal so. So, sobald hier die Hauptstadt Tata gefallen ist, können wir Sindh rauspießen und dann wahrscheinlich problemlos Frieden gegen die Timuriden machen. Mit den Timuriden machen. Und wichtig, die Technologie spanische Tercio haben wir jetzt. Jetzt können wir den Moslem-Musketier freischalten. Und das ist nochmal ein eindeutiger Schritt. Damit sind wir jetzt militärisch wirklich stark. Stufe 12. Da können nur die Osmanen mithalten. Die Mamelucken sind zum Beispiel Stufe 10. Das ist viel schlechter. Und ja, die Russen auch. Und ihr seht, sowas wie Sindh hat Militärstufe 8. Also wir kommen da jetzt wirklich stark voran. Das wird uns in den Schlachten einen massiven Vorteil bringen, diese Stufe, die wir jetzt haben. So, gleichzeitig haben wir einen Gen verloren. Ja, und Delhi erledigt hier alles für uns. Lässt keine Wünsche offen. Aber sehr gut. Samarkand haben wir. Golistan, da freue ich mich auch drauf, weil dann der Staat Tabaristan endlich in völlig in persischer Hand ist und das gehört sich einfach für einen Perser so. Oh, und hier haben wir große Verluste, müssen wir mal nach Basra. Al-Katif kann uns nicht ernähren. Gut. Hätten wir auch geschafft. Und seht euch das mal an, wir haben 350 Mann Rekrutenreserve. Wir sind wieder etwas erholt. Ja, nur unsere Armee ist weiterhin viel zu teuer. Viel, viel zu teuer. Okay, mit Sindh machen wir mal Frieden und wir haben ja keine Ansprüche auf ihre Provinzen. Wir könnten natürlich jetzt Tata nehmen, aber das bringt nichts. Also das lassen wir jetzt erstmal. Das können wir beim nächsten Krieg machen. Hier holen wir einfach Geld raus. Das fließt natürlich auch teilweise an Delhi, aber jeder Cent, den wir kriegen, ist trotzdem die Sache wert. Ansprüche auf uns könnt ihr aufgeben. Kandahar könnt ihr mal an Khorasan abgeben, ja, würde ich auch sagen. Und ansonsten machen wir einfach Frieden mit euch, genau. Also Sindh ist raus aus dem Ganzen. Jetzt schauen wir mal, was wir von den Timuriden fordern können. Ah, unser Vasall übrigens mag uns hinreichend, gut. Darf ich hierfür eigentlich im Krieg sein? Mindestens zwei Nationen sind in Persien alliiert, haben mindestens 150 Meinungen. Okay, das ist dann egal. Das heißt, wir sollten vielleicht noch warten, während wir mit Delhi im Krieg sind. Weil ansonsten ja die Beziehungen wieder droppen, ne? Also im Krieg, gemeinsam im Krieg gibt es 25 Beziehungen. Zehn Punkte Richtung Legalismus. Jawohl, machen wir.
Ja, wir lassen den Krieg also ein bisschen weiterlaufen. Delhi wird vielleicht auch für uns arbeiten. Mal sehen. Es bleibt noch abzuwarten. Auf jeden Fall belagern sie jetzt wieder hier Kandahar. Das ist schon mal gut. Kandahar hatten wir ja schon mal belagert, aber wir haben es ja abgegeben an Khorasan. Kann man Multan mit denen irgendwas machen? Nö, kann man nicht. Okay. Ja, hier kämpfen jetzt unsere Vasallen gegen die Timuriden. Auch nicht schlecht. Dafür hat man sie. Khorasan möchte das nochmal challengen. Ja, und hier sind wirklich das religiöse Chaos ist jetzt irgendwie leider überall schon zu Ende. Und der Katholizismus hat sich ganz schön gut geschlagen, muss ich sagen. Das ist nicht immer so, dass hier wirklich das alles katholisch bleibt. Ja, nicht schlecht. Das ist gerade nochmal, sind sie nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, wie es aussieht. Wenn es wirklich so bleibt. Die große Kompanie leidet immer noch unter geringen Rekrutenreserven und wir leiden immer noch finanziell. Also, wir halten uns gerade immer nur durch die Friedensverträge, die wir schließen, einigermaßen auf dem Level, auf dem wir sind. So, aber die Leute verlassen auch schon wieder die Koalition gegen uns. Sehr gut. Sehr gut. Können wir Delhi noch irgendwas anbieten? Also, wir können natürlich eine Garantie proklamieren. Wir können. Ja, ansonsten können wir nicht viel tun. Also den Militärzugang gewähren, das macht keinen Sinn. Jetzt kriegen wir wieder so unnötige Rebellionen. Bergkarabach möchte Tabriz, das können sie sich abschminken. Ja, die Koalition gegen uns bröckelt jetzt wieder. Die Koalition bröckelt. Sehr gut. Ja, und wir kriegen jetzt auch nicht mehr so viele Rebellionen, wie es aussieht. Also, wir werden da oben nochmal eine Rebellion niederschlagen müssen. In Samarkand. Deswegen gehe ich da jetzt auch mal hin. Ah, verdammt, unsere diplomatische Reputation ist schlecht. Haben wir einen neuen Herrscher? Kann es sein? Ja, wir haben einen neuen Herrscher. Ach, der ist jetzt wahrscheinlich. Wir hatten wahrscheinlich einen Regency. Ja, genau. Also, Ali der Erste der Timuriden ist jetzt an der Macht. Im Alter von 15 Jahren. Sehr früh. Und, na, wir lassen mal die administrative Macht auf der hohen Kante. Wir müssen nämlich gleich ganz viele Provinzen coren. Und ich hätte gerne unter seiner Herrschaft, ja, unbedingt mehr Steuereinnahmen. Können natürlich auch den Legalismus stärken und dadurch die Steuereinnahmen. Aber wir nehmen lieber direkt die Steuereinnahmen. Das ist einfach besser. Und die Sektenpraktiken können wir anklagen. Genau. Und dann entgehen wir vielleicht den Unruhen? Nee, überhaupt nicht. Haha. Uiuiui, das sind echt schwere Unruhen, die uns da blühen. So, aber jetzt müssten wir die Mission erfüllt haben. Genau, haben wir. Verlässliche Verbündete. Und erlangt Untertanen. Haben wir auch. Und jetzt errichtet eine große Flotte. Das müssen wir noch nicht machen. Aber jetzt haben wir die Missionen schon mal. Sehr gut. Das heißt, wir können unsere Männer abziehen. Die Beziehungsverbesserung können wir stoppen. Und mit den Timuriden können wir Frieden machen. Mal sehen. Also, Golestan hätte ich gerne. Dann brauchen wir diese Provinzen. Und Sarachs, genau. Und jetzt ist die Frage, ob wir Koh Phet-Dag oder Kandahar. Kandahar brauchen wir eh nicht, aber Koh Phet-Dag. Ich wette, das schreibt man eigentlich mit einem Jumschlag G. Aber gut. Ja, das können wir machen. So, sie mussten jetzt mal ein paar Ansprüche auf unsere Provinzen aufgeben. Lange nicht alle. Das Dumme daran ist, dass wir sie natürlich jetzt völlig auslöschen dadurch. Vielleicht lassen wir es eine Provinz übrig und zwingen sie dafür noch mehr Ansprüche auf Provinzen aufzugeben. Das senkt nämlich ihre Rebellionsstärke uns gegenüber. Ah, und wir wollen ja Geld, wir wollen ja Geld. Das ist noch wichtiger. Geld wollen, aber sie haben kein Geld. Okay. Sie haben eh kein Geld. Na gut.
Dann eben nicht. Ja, aber das, was wir uns hier holen können, ist schön. Das holen wir uns. Wohlan. Wir haben die Mission erfüllt, nämlich das persische Khorasan. Oh, und der Unterhalt der Staaten. Bis zum Ende des Spiels. Uiuiui, das ist gut. Der Unterhalt der Staaten ist um 25% reduziert. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt einen Anspruch bekommen, hier genau, auf ganz Afghanistan. Sehr schön. Sehr schön. Also, das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir die Overextension so schnell wie möglich reduzieren. Was wir schaffen werden. Ja, nur Geld und Rebellionen, das ist gerade noch so ein bisschen ein Problem. Die inneren Konflikte, die wir bekommen. Und Shiva muss sich wehren gegen die Timuriden tatsächlich. Haben die den Krieg erklärt? Das wäre lustig. Verteidiger, nein, die Timuriden wollen das sofort wieder kompensieren und holen sich jetzt Konjikala. Alles klar. Kann man machen. Ja, schaut euch das an hier. Das sieht einfach. Jetzt sieht es wirklich nach Persien aus, was wir hier haben. Jetzt fehlt einfach nichts mehr im Persischen Reich. Wir haben alles, was man irgendwie zu Persien zählen würde. Ardabil könnte man jetzt aus ästhetischen Gründen noch hinzufügen oder Schirwan. Ja, die sind ein Vasall von Nogai, das machen wir später. Das machen wir später. Also als nächstes werden wir uns eben ganz Afghanistan einverleiben, aber damit müssen wir jetzt ein bisschen warten. Es ist nicht möglich, das jetzt zu machen. Ja, und unser Geld macht mir weiter Sorgen, aber schaut mal, es ist gar nicht mehr so schlimm. Wir machen jetzt nur noch minus 3. Es wird besser. Es wird besser und wir können vielleicht ein paar Forts auflösen. Es tut zwar weh, aber es ist sinnvoll. Koramabad, das Fort brauchen wir nicht mehr. Ja, ansonsten bin ich noch nicht so sicher. Also das Fort in Amol brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja. Ansonsten bin ich der Meinung, brauchen wir die Forts, die wir im Moment haben, immer noch. Könnten natürlich auch Rovai-See auflösen. Ja, machen wir. Okay. Wir haben jetzt ein paar Forts aufgelöst. Das dürfte nochmal die Einnahmen ein bisschen erhöhen. Nicht massiv, aber eben ein bisschen. Ja, genau. Gibt uns ungefähr 3 Dukaten mehr im Monat. Unser Markant haben wir jetzt endlich die Rebellion. Da bin ich froh drum. Denn die können wir sofort niederschlagen. Und dann, ja, müssen wir nur noch auf die anderen Rebellionen warten. Wo können wir da hin? Nirgendwo. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wir splitten unsere Armeen. Dann haben wir 2 mittelgroße Armeen statt einer großen und einer kleinen. Die beiden mittelgroßen sind jeweils in der Lage, Rebellen zu bekämpfen. Genau, ihr geht nach Kavassim. 1443, das ist eine schöne Armee. Ja, wir kämpfen natürlich auch mit Artillerie. Also man müsste hier nicht mit so viel Artillerie kämpfen. Das treibt die Kosten natürlich auch nochmal nach oben. Ja, 1533, das sind eigentlich richtig gute Armeen. Also, ja, das sind richtig gute Armeen, die wir da haben. Jetzt ist die Frage, Militärzugang von Delhi, gegen wen kämpfen die? Mewar, Jaunpur. Oh, nee, ich glaube, ich gebe euch mal keinen. Da dürft ihr jetzt mal schön vernichtet werden, habe ich eigentlich kein Problem mit. Wir haben ja die Mamelucken immer noch als Verbündete. Ja, also schöner Kampf, schöne Folge. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben in dieser Folge Samarkand erobert und wir haben in dieser Folge Khorasan erobert. Wir haben außerdem unsere verlässlichen Verbündeten die Mission geschafft. Wir sind gut vorangekommen. Unser Reich ist langsam wieder dabei, konsolidiert zu werden. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Stabilität und ist Geld. Und das kommt von alleine, wenn der Rest passt. Dafür ist Persien einfach ein zu reiches Land. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge euch beweisen zu können, dass es so ist. Bis dahin, euer General Pilofas.